So Leute, ich muss mich jetzt eben mal kurz zu Wort melden, weil mir geht wirklich die Hutschnur hoch beim Thema Saskia. Bitte hört endlich auf, Videos zu machen, in denen ihr die schlimmsten Szenen von Saskia verwendet. Das ist doch alles nur billige Effekthascherei. Ernsthaft Leute, setzt euch mit dem Thema gerne auseinander und macht Videos dazu, aber denkt bitte immer dreimal darüber nach, wie ihr etwas sagt, welche Worte ihr verwendet und welche Videos ihr nutzt. Ich bin mir sicher, jeder, der einfach nur mit Saskia fühlt, würde schon von sich aus diese Videos nicht verwenden, um das Mädel nicht noch mehr vorzuführen. Und diesem Swing-Dinge-Ding oder wie er es sich auch immer nennt, möchte ich gerne sagen, Saskia ist kein Zirkuspferdchen, das man in seinen Lives und Videos immer wieder vorführen muss. Es ist lobenswert, dass man mit Saskia zur Polizei geht, wenn man die Kontakte hat, aber das kann man auch still und leise tun. Charles Dickens sagte einmal, tu so viel Gutes, wie du kannst, und mache so wenig Gerede wie nur möglich darüber. Mir kommt es vor, dass dieses ganze Swing-Ding-Tüdelü einfach eine Follow-for-Follow-Masche mit einem großen Gewinner ist. Und allen Swing-Ding-Dongs oder wie auch immer die heißen, möchte ich sagen, lernt mal den Unterschied zwischen Mobbing, Hate und Kritik. Das hier war Kritik und sogar konstruktive Kritik. Mobbing wäre es, wenn ich sagen würde, dass die Schaukel von einigen echt zu nah an der Hauswand stand. Das denke ich mir vielleicht. Würde ich aber niemals sagen.